Moin Moin und willkommen zurück zu 7 Days to Die. Jo, wir haben die zweite Nacht überstanden und uns auf den Weg zur Stadt gemacht, hinterm Hügel. Und haben hier jetzt aber erstmal eine kleine Hütte gefunden. Die werden wir uns doch erstmal angucken. Mal schauen, was es da erwartet. Und welch Wunder. Ups. Ein Zombie. Ist ja eine Frechheit. Das geht ja gut los. Und da steht noch ein Kandidat. Ja, so habe ich das doch gerne. Und da ist noch einer. Und der ging daneben. Und der auch. Holla, die Waldfee. Sind die denn wahnsinnig? Na toll. Aber von hinten, da ist auch noch einer. Oh Mann, 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 Mann. Ach, die war schon tot. Sag mal. Aber jetzt aber. Der noch nicht tot? Gibt's ja wohl gar nicht. Eine Bonbondose, wie schön. Oh, was zum Lesen? Da ist nix. Da ist auch nix. Mühle. Da ist was zum Kaputthauen. Ja, super. Bin begeistert. Draußen knurren sie schon wieder rum. Oh, was zu essen. Sehr schön. Noch eine Dose, noch ein paar Stühle. Noch eine Dose. Was zu essen, sehr gut. Okay, haben wir alles? Denke mal, ne? Jetzt haben wir da ein schönes gefunden. Sandwich, das brauchen wir nicht. Können wir zerlegen, das können wir zerlegen. Bauplanschuhfinte, geil. Sehr schön. Die können wir auch zerlegen. Den brauchen wir erstmal nicht eigentlich. Oh ne, höre ich da schon wieder einen Geier draußen. Egal. Auf in die Stadt. Bauplan Schrotflinte, sehr schön. Puh, also Schrotflinte ist so mein Lieblingswerkzeug. Und diese Baupläne braucht man ja, damit man die Sachen auch reparieren kann und sie ja auch ausrüsten, also verbessern kann und so weiter. Und von daher ist das schon ganz wichtig, dass man die Pläne findet. So, wie sieht's denn aus hier? Mal ein Vogelnest wäre nicht schlecht. Mir gehen nämlich die Federn langsam zur Neige. Klebeband, immer gut. Aber das war doch.
Ups, war das jetzt die Hütte? Oh, wir müssen hier aufpassen, ob hier Minen stehen. Liegen. Was wir nämlich hier machen werden. Und schon wieder aus der Puste. Ja, auch zu nölen. Wir gehen hier mal ganz cool rein und legen da mal das Fleisch ab. Oh, tschüss. Damit wir nicht so muffeln. Ich weiß nicht, ich meine, in der Version 16 ist das nicht mehr ganz so schlimm. Von wegen, dass man gerochen wird. Ich verlasse mich da jetzt mal nicht drauf, aber die verfolgen mich. Schon bin ich weg. Ah, verbranntes Gebiet, ganz schön toll. Haben wir schon, ja. Ach, verbranntes Gebiet, dieses ist das. Oh, Nest. Verbranntes Gebiet ist also das hier. Und zerstörtes Gebiet ist hier gleich nebenan. Und in dem zerstörten Gebiet, da sind Hunde und Minen und überhaupt und sowieso. Und da sind verbrannte Zombies. Aber. Und ein Geier. Wo habe ich den Knüppel? Da. Wo ist er? Komm her hier. Will er nicht? Der kommt dann wieder, wenn ich nicht dran denke, ne? Aua! Satan! Toll, eine Glasscheibe. Ich hau wieder ab. Ich hau lieber ab. Renn mal hier am Rande vom verbrannten Gebiet lang. Ups, Frame. Was droppt denn hier so? Ja, okay. Oh, guck mal da. Ja, dich habe ich nicht gemeint. Was ist das denn Schönes? Hier ist ein Auto. Benzin. Ja, toll. Nest. Ah, sechs Federn. Toll. Ja, hier ist auch wieder gut was los. Aber hier haben wir noch einen geilen Überblick. Und ein Zombie. Ja, wollt ihr denn des Wahnsinns? Machen wir das auch mal so. Leute, ich will doch nur ein Foto machen. Das sieht doch hier so schön aus. Na? Oh oh. Tja, wie komme ich jetzt wieder weg? Da runter springen wäre nicht so schlau. Aber ich kann ja durch Frames durchschießen. Wieso, so geht das. Und Level up. So, jetzt ganz vorsichtig. Nur nicht runterfallen. Oh, da ist ein Wasserloch. Auch nicht schlecht. Ja, nichts dabei. Paar Gläser. Oh, acht Gläser. Die können wir mal auffüllen. Sehr schön. Das ist schon mal nicht schlecht. So, den schmeißen wir mal weg. Den brauchen wir nicht. Die auch nicht. Zack. Okay. Nee, ne? Da hinten ist ein Bär.
Ach du dickes Ei. Gar nicht gut. Hier nicht irgendwo im Bunker drin? Da hinten habe ich doch auch gerade einen Wolf oder sowas gesehen. Hier gibt es Kartoffeln, die sind aber noch nicht fertig. Eieieiei. Ja, aber schön hier, ne? Das ist ja, hier ist aber ja alles verseucht mit Zombies. Moin. Bin nur auf der Durchreise. Wir gehen mal ein bisschen ins verbrannte Gebiet und suchen mal ein paar Federn. Und Autos. Wo nichts drin ist. Gott, ist das hier diesig. Was ist das? Wir gehen da mal eben rein. Zack, hopp. Siehst du. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich denke gerade, wir futtern mal ein bisschen was. Denn mit der Gesundheit sieht das auch schon wieder mau aus. Also, wir haben sogar zwei davon. Trinken müssen wir auch. Trinken wir mal das. Die wollen Münzen. Oh, ich habe Angst, ich habe Angst. Macht nicht so Krach. Ja, überliegen sie rum. Schnell weg. Und hier ist doch bestimmt auch einer, oder? Nee. Oh, ein Benzinfässer. Nicht schlecht, mein Specht. Soll ich da denn mit? Okay, Leder gibt das. Da hinten ist auch noch was. Und ein Zombie. Sehr schön. Und Tabletten. Und Tabletten. Und Benzinfass. Und Bücherschrank. Wo nichts drin ist. Toll. Okidoki. So. Daneben. Gibt's das? Kann nicht sein. Treffer. Und die Pfeile sind alle. Na super. So, ich glaube, da hinten ist noch was versteckt. Springen wir mal ganz mutig auf die Heuballen. Das kann man nämlich machen. Und Fleisch. Ja, heul dem rum. Haben wir hier noch was? Da haben wir noch Müll. Klebeband. Das ist immer gut. Und tschüss. Hallo. Und weg. Ja. Ich würde sagen, haben wir hier denn? War hier? Gleich normal, oder? Gott, ich sehe hier gar nichts. Das wusste ich, dass das ein Fehler war. Oh, nee. War kein Bein gebrochen. Das ist schon viel wert. Ich
Blöde ist. Leute, ich glaube, wir machen uns wieder auf den Rückweg. Hier kommen wir später nochmal her. Wir müssen uns erst wieder sortieren. Haben wir den schon? Jupp. Und vor allem brauchen wir Federn. Federn, Federn, Federn. Ohne Federn wird das nix. Da ist noch Müll. Kleber. Schön. Können wir noch was scrappen? Ja, die können wir scrappen. Zerlegen. Tabletten können wir hier benutzen. Genau. Da müssen wir aber auch was trinken. Habe ich jetzt? Ja, genau. Uiuiuiuiuiui. Ne, wir müssen jetzt erstmal ein paar Federn suchen. Also mit dem Knüppel hier im verbrannten Gebiet oder im zerstörten Gebiet rumrennen, halte ich für nicht so eine gute Idee. Laufen wir in die richtige Richtung? Ja. Ein Hund, ein Hund. Wir machen mal einen kleinen Umweg durchs Minenfeld. Da ist auch ein Hund. Dann nehmen wir noch mit. Ja, super. Da war das Häuschen von gerade. Puh. Aber wir haben überhaupt keine Nester hier, verdammt. Das ist schon ein bisschen übelst. Okay. Wir werden da nochmal wieder hingehen. Was ist hier denn los? Yeah. Wir holen uns mal eben das Fleisch und dann gehen wir mal eben in die Hütte und braten uns ein leckeres Steak. Sieht das Inventar technisch hier aus? Das können wir mal zerlegen. Gleich mal pflanzen oder ich Western nehmen wir noch mit. Die hat gerne mal Medizin dabei. Tack. Ah, drei Pfeilspitzen. Auch was Schönes. Hoffentlich ist es in der Hütte jetzt. Sind da jetzt schon wieder welche drin oder was? Oh, das klingt nicht gut. Ich habe keinen Platz im Inventar. Ich habe keinen Platz. Hat auch nicht mal was dabei. Die scrappen wir mal. Den auch. Denn ich will mir den Rest hier noch rausholen. Eis, kann man einpacken. Jo, dann würde ich mal sagen, wir sind fast am Ende einer Folge. Kurzausflug, lag. Kurzausflug in die verbrannte Stadt. Ja, Kaffeesamen nützt mir jetzt auch nichts. Jo, ne? Aber wie wir gesehen haben, ist das schon etwas anspruchsvoll. Wenn man noch so gut wie keine vernünftigen Waffen hat und insgesamt ein bisschen schwach auf der Brust ist. Ja, kann es auch behalten. Also irgendjemand muss hier wohl Sandwich-Fan sein. Wir nehmen hier nochmal den Mais mit. Zack. 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 Ah, traut es einem Glück allein. Weit und breit kein Nest und nix. Ganz toll.
Und er ist aus der Puste. Okay. Wir packen mal das Fleisch in den Kühlschrank, wo es hingehört. So. Das brutzeln wir uns dann nachher. Und ja, das war's für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Ausflug in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.